Lieben, zu einem neuen Video und heute nehme ich euch mit zum Yokimono Market in East London. Das ist so ein japanisches Sommerfest mit Foodstores und Sellers, aber es ist auch musikalisch, gibt es ein paar Shows, es gibt eine Teezeremonie, wie man Kimonos richtig trägt und so weiter. Und ja, ich bin mal wieder ein bisschen spät dran und muss jetzt los. Leute, das Okonomiyaki schmeckt so lecker. Ich schalte das gleich die Kamera aus und genieße das in Ruhe. Leute, das schmeckt so gut. Sie hat auch überhaupt nicht mit der Soße gegeizt, wie man sehen kann. Und da ist so viel drin und Kewpie Mayo on top. Delish. Ich bin nicht da.
Ich bin wieder zu Hause vom kleinen japanischen Festival slash Market und ich konnte euch mein Outfit gar nicht zeigen, weil ich wirklich zum Bahnhof rennen musste, um es noch zu schaffen. Aber here we go. Ich habe es auch geschafft. Ich weiß jetzt nicht, ob man es sieht, mir hier noch so einen schönen Kaffeefleck einzufangen. Yep, yep, yep. Nice, nice, nice. Aber das hat sich bewährt als Outfit heute. Und das hier ist meine kleine Ausbeute vom japanischen Markt in East London. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel geholt, aber das ein oder andere durfte dann trotzdem mit. Und zwar einmal diese japanischen Postkarten. Andersrum. Und ich weiß, die sehen jetzt nicht so fantastisch aus oder die Qualität ist jetzt auch nicht super krass, wie scharf diese Bilder sind. Aber es ist halt so richtig Japan, wie ich das noch in Erinnerung hatte. Sie hatten so viele random Fotos von Straßen und Ortschaften. Und ja, es sah halt so richtig authentisch aus und so, wie ich das noch in Erinnerung habe von Japan, als ich dort war. Und das ist von, ich habe auch hier eine kleine Business Card. Und die Postkarten sind von Connie Z Japan. Sie hat einen Etsy-Shop und auch Instagram. Und die machen vor allem super viele japanisch-traditionelle Stationery-Sachen. Dann habe ich mir noch zwei Accessoires geholt. Und zwar einmal dieses super hübsche Scrunchie. Hat auch so eine gute Elastizität. Und das erinnert mich halt so an einen Kimono von den, ja, Pattern von dem Stoff. Auch super süß mit diesem kleinen Sakura-Blatt hier. Und dann etwas, was ich mir so noch nie geholt habe, aber ich fand das so cute. Und weil ich momentan Demon Slayer schaue, hat mich das so ein bisschen daran erinnert. Und zwar ist das so eine Haarklammer, die man sich dann ansteckt mit diesen zwei Blüten, die so runterkommen. Hatte sie auch noch in Violett und in so einem Bordeaux-Rot, aber ich habe mich hier für Pink entschieden. Auch diese süßen Perlen, wie ihr hier sehen könnt. Und das Ganze ist von Hana Mitsuki, falls ihr ihr auf Instagram folgen wollt oder falls ihr ihren Etsy-Account auschecken wollt. Zu guter Letzt habe ich mir auch noch einen Classic Melon Pan geholt. Übrigens in Japanisch bestellt, da bin ich sehr stolz auf mich. Und ein Curry Pan. Melon Pan, das bekommt man noch relativ oft, aber Curry Pan, das ist doch eine Seltenheit, würde ich sagen. Läuft man jetzt nicht so oft dran und auf das freue ich mich riesig. Das wird wahrscheinlich heute zum Abendessen gegessen. Außerdem habe ich mir noch das orange Free People Dress mit diesen floaty Ärmelchen hier geholt. Und das ist auch richtig schwer vom Material her. Also man merkt, dass das von Free People ist. Und das hat mich 19,99 gekostet, was vielleicht so 23, 24 Euro sind. Und für Free People ist das ein absolutes Schnäppchen. Und ja, Dalston als Area würde ich euch jetzt nicht empfehlen, wenn ihr Touristen seid, weil das liegt so im Nordosten von London und das ist schon eine spezielle Gegend. Es würde mich nicht wundern, falls man euch was aus der Tasche dort klaut. Das ist auch nicht die sicherste Area und ja, also der Space, wo der Markt stattgefunden hat, der war so nice. Wirklich so, so nice mit diesen verschiedenen Räumlichkeiten, die halt auch für Art Galleries genutzt werden und für kleine Businesses genutzt werden. Und das französische Café dort, das war alles, das war so nice. Aber als Tourist in London werdet ihr wahrscheinlich dort nicht vorbeikommen. Oder da gibt es halt nichts, was euch reizen würde, um dort hinzugehen. Ich werde wahrscheinlich nicht nochmal den Weg dorthin machen, denn ich lebe in Kingston und wie gesagt, Nordosten, das war für mich schon fast anderthalb Stunden mit der Bahn und Zug und Overground, Underground, um dort hinzukommen. Aber ja, trotzdem, der japanische Markt war super organisiert, klein,
aber fein in dem Sinn. Und ja, der nächste Event ist Hyper Japan, wo ich mich riesig darauf freue. Und dann nehme ich euch auch wieder mit. Aber ja, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da und abonniert meinen Channel, falls ihr mehr Otaku Stuff aus London sehen wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. 心加速